Willkommen zurück zu Let's Play Evoland. Im letzten... Was wollten wir machen? Jetzt habe ich's vergessen. Achso, die Bomben. Eine Rennfunktion müsste man noch erfinden. Oh, das ist eine Truhe. Freigeschaltet, HD-Hintergründe. Wow, einfach nur wow. Ja, du hast genug Ärger, sehr schön. Ich lebe schon seit 60 Jahren. Iau, okay. Und die schwarze Zitadelle steht leer, soweit ich zurückdenken kann. Jetzt scheint dort etwas Böses zu gedeihen, genau wie in den alten Zeiten. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ja, kleine Aufnahmepause gehabt und kleiner als 2 Wochen. Und jetzt habe ich voll vergessen, wo ich jetzt gerade aktuell war. Also ich weiß, dass hier jetzt eine ziemlich bescheuerte Backtracking-Quest kommt. Quest. Fangen wir mit dem Typen hier an. Warum ist er nur so besessen davon, Sachen in die Luft zu jagen? Nein. Was sagst du? Ihr wollt eine Bombe? Ich gehöre schon ewig nicht mehr zu der Demakia-Armee. Ja, du bist er. Und ich habe keins von diesen Dingen aufbewahrt. Ihr solltet unsere Krankenschwester nördlich von hier reden. Sie kennt jeden Klatsch über Aogai und seine Bewohner. Okay. Was hattest du nochmal? Seltene Karte, sie ist Silberrüstung. 2000 Gold wäre sicher geil. Ich kann ja mal ein bisschen farmen gehen. Ihr seid auf Bomben aus? Dann redet mit der verrückten Alten, die dort beim Brunnen wohnt. Sie lagert alles Mögliche in ihrem Keller. Nur gut, dass man diese Salbe für schwere Verbrennung gegeben hat. So, kann ich hier das System ein bisschen verarschen, indem ich... Nee, schade. Manchmal klappt sowas, ja. Also jetzt hoch zu der Alten laufen. Bei der wir gerade eben waren. Aber jetzt weiß er natürlich was anderes. Warum auch immer. Naja, sei's drum. Bomben, sagt ihr? Ja, in meinem Keller habe ich welche. Sie sind schon seit dem Krieg dort, aber ich bin fast sicher, dass sie noch funktionieren. Ihr bekommt sie aber nur, wenn ihr etwas für mich tut. Wisst ihr, ein Drache greift das Land hier an und hinterlässt nichts als verkohlte Erde. Ihr müsst diese mächtige Bestie den Gar ausmachen. Hilfsoffizier Raylan hat diese Woche einen Patrouillendienst. Er wird euch mehr sagen können. Er findet ihn am Dorfeingang. Yay. Bei jedem anderen Spiel würde man sich jetzt über dieses Kack-Backtracking gestellt, aber ich hätte das ja als Parodie gedacht. Nervt tut's trotzdem. Na? Der Drache? Tja, einen eigentlichen Drachen hat wohl niemand gesehen. Aber ich sah Spuren im Boden. Große, runde Krater verkohlter Erde. Ich musste den Kleinen sogar ins Dorf zurückschicken. Immer sehe ich ihn bei den Kratern spielen. Wirklich, Kinder so einfach in der Nähe eines Drachens zu lassen. Ihr solltet seine Mutter reden. Sie wohnt im Haus neben #Sitz. Die sind nicht ganz so schlimm wie bei Final Fantasy 7. Und ich weiß jetzt nicht, ob das wieder Absicht ist. Seid ihr nicht alt genug, um zu wissen, dass es keine Drachen gibt? Das vermalte Kind muss die Bomben aus dem Keller der alten Dame gestohlen haben. Man kann diese Feuerwerkskörper schon etwas groß und schwer vor. Ja. Bittet ihn, euch die Bomben zu geben. Hoffen wir, dass sie bei euch sicherer aufgehoben sind. Sie kamen mir für Feuerwerkskörper etwas schwer vor. Wow. Einfach nur wow. So, jetzt aber. Das Kind am Brunnen. Meine Mutter weiß von den Bomben? Das gibt Ärger. Aber der Spaß war es wahrscheinlich wert. Kann ich wenigstens eine behalten? Nein. Oh. Georg! Ich habe ein paar mächtige Zauber gelernt. Habt ihr die Bomben? Freigeschaltet. Bomben. Mit Vorsicht zu handhaben. Ausgezeichnet. Dann auf nach Süden zum Heiligen Hain. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Nach Süden. Gut, dann gehen wir mal nach Norden. Ja, Kairos ist jetzt auch noch ein Angriffszauber und nicht für den Heilzauber. Beides muss natürlich immer noch kein Mana, was sehr geil ist. Und wir können es auch gleich ausprobieren, wie es aussieht.
X-Kristall. Natürlich überlebt das Ding, das 30 HP hat, weil ich 29 Schaden mache. Oh Mann. So, Süden. Da geht's nicht nach Süden. Ich weiß, wo es dahin geht und mir ist gerade wieder eingefallen, wo es dahin geht und ich habe so das Gefühl, ich sollte mal lieber umdrehen. Ist schon wieder 29, es wird lächerlich. Arthuin. Das kenne ich doch auch irgendwo her. Bestimmt nur Einbildung. Stufe 7, Stufe 7. Dann gehen wir dieses Mal wirklich nach Süden. Wieso ballt Kaeris eigentlich so abartig viel? Aber Gegner sind immer schön. Gegner geben Gold, Gegner geben XP. Ich habe kein Mann, das ich verschwenden könnte. Oh. Pflanzen, die Feuer spucken, die aus Röhren rauskommen. Woher kenne ich das bloß? Und tschüss. Ja, also Anspielungen hier sind nicht nur an RPGs. Wobei es auch ein Mario RPG gibt. Da gesagt, eine. Drei Teile haben die jetzt, glaube ich, oder? Beim ersten weiß ich nicht genau, wie es heißt. Dann Mario und Luigi Partners on Time und dann Mario und Luigi Abenteuer Bowser. Sehr empfehlenswerte Spiele übrigens. So. Das sind das ja wieder ihre angenehmeren Gegner. Und meinem grandiosen Orientierungssinn zum Dank wird sicher auch nicht lange dauern, bis wir den Heiligen Hain im Süden gefunden haben. Das war der falsche Knopf. Genug Schaden. Ich einfach mal ein bisschen rum, weil ich habe tatsächlich keine Ahnung mehr, wo ich hin muss. Kaeris ist ein bisschen low inzwischen. Ne, heil lieber nochmal. Nein. So. Haben auch wieder ein paar HP bekommen. Ich glaube, irgendwie hier bin ich auch nicht richtig. Und die Encounter Rate ist dabei keine Hilfe. Na, wenigstens one-hitte ich mittlerweile ab und zu mal. Okay, ich gehe nochmal zur anderen Seite vom Dorf. Nee, das kann eigentlich nicht sein, da ist die schwarze Zitadelle. Da muss ich ja erst viel später hin. Wie viel Gold habe ich inzwischen eigentlich? So, ein falscher Knopf. Wie ging es denn ins Pausenmenü? Ach so. Wo steht's? 2000. Okay, ich hole mir die Silberrüstung. Da weiß ich zumindest, was ich machen muss. Ups, das war nicht richtig.
Oh, tot. Nein, natürlich nicht tot. Jetzt aber. Okay, also zum Heiligen Hain im Süden. Da musste ich kurz husten. Gib deine Silberrüstung. Habe ich noch eine Phönixdaune? Nö. Eine schadet ja nicht. Im Süden. Ach so. Also doch das verdorbene Ding. Dann war die Map größer, als ich in Erinnerung hatte. Und mein erster Weg war gar nicht mal so falsch, um nicht zu sagen richtig. So, dann jetzt aber auf dem richtigen Weg. Der immer noch eine ziemlich hohe Encounter Rate hat. Die machen ganz gut Schaden, diese Piranha-Pakus. Es ist eigentlich fast genau wie bei Final Fantasy VII, das Kampfsystem. Einziger Unterschied ist halt, dass es pausiert, wenn ich dran bin. Was es 100-mal besser macht. Die drücken echt ganz gut was raus. Ups, das war der falsche Knopf. So, einmal heilen noch. Hat sich fast gelohnt nach dem Angriff. Okay, da geht es aber nach Norden. Oh, das Ding wieder. Erstmal den Zumba kaputt machen. Geht ja inzwischen mit einem Schlag. Und du gehst auch drauf. Tschüss. Ich liebe Labyrinthe nicht. Ich sollte dich mal nicht so sehr an dem nach Süden festbeißen. Und einfach da lang gehen, wo ich lang gehen kann. Das wäre vielleicht intelligenter. Encounter Rate! So, jetzt aber. Heilung und kaputt, bitte. Danke. Die Schadensvarianz ist manchmal noch so ein bisschen... meh. Das ist eine Höhle. Und das sind 4 Gegner auf einmal. Yay, neuer Rekord. Nervt trotzdem ziemlich. So, Nummer 1. Und Nummer 2. Nummer 3. 40 Schaden, meine Fresse. Und du gehst auch drauf. Ah, Magiewert drauf. Ruinen von Sarutnak. Ah, jetzt bin ich wieder in dem Kampfsystem hier.
Freigestellt, Charakterauswahl. Schade, dass es keinen Münzeinwurf fürs Zwei-Player-Spiel gibt. Und jetzt spielen wir Kaeris. Au! Gut, das sind viele. Aber ist ja irgendwie... Irgendwie habe ich gerade nicht mehr so Lust auf Evoland. Spiel mal doch lieber mal Diabolo. Ich kann die Kiste nicht öffnen, während... So, Kettentreffer. So, scheiß auf Evoland. Wer braucht das schon, wenn man Diabolo spielen kann? Halskette des Adlers. 2 plus 2 Ausweichchance. Was haben wir noch? Feuerring plus 5 Feuerresistenz. Und eine Kiste. Freigeschaltet Lebensbalken. Ihr seid nicht mehr auf Viertelherzen beschränkt. Ja, ganz toll. Jetzt haben wir den Diablo 3 Lebensbalken. Dieses Spiel. Sogar die Fledermäuse sehen hier anders aus. Aber solange es uns heilt. Gerne. Sonst ist hier aber eine Sackgasse. Gut, dann haben wir den Weg abgeklappert. Zeit, oben rumzugehen. Ja, manche Anspielungen sind mehr, manche weniger offensichtlich. Und ihr seht schon, hier hat es massig Items, die wir finden können. Dann gucken wir mal, dass wir die auch alle kriegen, ne? Man will ja gut ausgestattet sein. Geschtlers Handgelenkschutz. Plus 10 Meuchelschaden. Freigeschaltet Umgebungslicht. Das Umgebungslicht hängt davon ab, wo ihr euch aufhaltet. Stirb! Du auch! Die halten gut was aus. Das hier sieht richtig aus, dann gehe ich erstmal oben rum. Man will ja alles mitnehmen, ne? Ne, jetzt hab ich das zugespuckt. Ist das hier optional? Hoffe ich doch. Auf jeden Fall meine Kiste ist hier. Freigeschaltet, dynamische Beleuchtung. Oh ja, Zeit mit eurer Waffe Funken sprühen zu lassen. Wahrscheinlich nur, wenn ich was treffe. Wir werden sehen. Jetzt sieht das ja aber richtig aus. Naja. Oh, noch mehr ganz bestimmt nicht Mistropes. Die Schaden machen. Oh, Alter, wie viele Glissi ich einfach krieg hier. Gürtel der Legende. Ich bin fast tot. Plus 10 Rackergeschwindigkeit. Sehr schön. Was will man mehr? Okay, das hier sieht definitiv richtig aus. Speicherpunkt. Dann gehen wir doch nochmal nach unten. Beziehungsweise machen wir das im nächsten Part. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. I'm gonna go get some.